Willkommen zu einer weiteren Folge von Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Wir machen hier weiter in dem Körper von Bowser. Ich hoffe, dass langsam das Spiel losgeht. Jetzt, befrei mich! Ah! Das ist nicht, wie man eine Dame, wie man sich gegenüber einer Dame fällt. Verlass es! Es kitzelt! Hör auf! Jetzt! Mhm. Ich hab mich gerade gewundert, warum Mario von alleine geht. Das ist eine Cutscene. Goblin! Ich bin ein wandernder Emo-Goblin. Ich kam, um Wissen zu verbreiten. Oh, dieses komische Röhrending, was ich gerade sehe. Wieso wie ich nach unten drücke, werde ich da versinken. Und dann werde ich in den Himmel fliegen. Oder vielleicht zu einem fernen Ort reisen. Es gibt viele von diesen röhrenähnlichen Typen. Oh, Reisender. Wenn du ein Röhrending findest, dann drücke Steuerkreuz nach unten. Erinnere dich daran oder sei für immer ein Goblin. Mario, du hast mich gerettet. Pass auf, hier kommt etwas. Okay. Ein Kampf. Ah ja. Ich habe den Gegner beobachtet und habe etwas erkannt. Ich glaube, du kannst die Attacke kontern, was ich schon bereits erklärt habe. Nein, nicht mehr. Jetzt. Ah, Konter. Wow. Und jetzt wird noch AP erklärt. Komm, das muss jetzt wirklich nicht sein, oder? Wenn ihr auf Null gehen, stirbst du. Ja, du kannst auch vom Battle wegrennen. Wie ein kleiner. Ja, wie ein Weichei, aber du verlierst dann Münzen. Und wenn du ganz schnell A drückst, kannst du schneller wegrennen. Erinnere dich doch an, aber du kannst nicht viel Weicheier. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast, Mario. Ich bin sicher, dass wir in dem Körper von Bowser sind. Nachdem ich Bowser eingeatmet hat, wachte ich hier auf und bin hier rumgeirrt. Und als dieses Blasending mich gegriffen hat, aus dem Nichts. Was die anderen? Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht wirklich unterstanden, wie ich. Dass ich. In der Liefer bin, bis ich bemerkt habe, dass ich im Bowser sein könnte. Ich wette, jeder andere ist hier irgendwo, aber gerade jetzt habe ich keine Ahnung, wo hier irgendwer ist. Ja, definitiv in Bowser. Wer weiß, was in dieser Welt da passiert ist, aber eins weiß ich mit Sicherheit. Wenn ich die anderen finde, sind wir alle in großen Schwierigkeiten. Ja, du bist richtig. Wir machen einfach weiter. Irgendwer wird wohl in der Nähe sein. Jemand nämlich ein Moklin mit
Speicherfähigkeiten. Ich habe speicherische Fähigkeiten, aber ich kann auch verschwinden, wie die vorherigen. Möchtest du speichern? Ja, komm, speichern. Let's go! Jetzt aber ein Glückstreffer genauso viel Damage war wie normaler. Ja, das Spiel muss erstmal noch schwer werden, okay? Oh, da war ein Gegner, hab ich nicht gesehen. Kacke. Da hab ich schon erst nichts kassiert. Sag man auch bei seitlichen Rollen nach unten rennen muss. Jeder weiß, oder einige wissen, dass ich ein Imoglin bin, der mit einem Herz, wenn ich alleine bin, werde ich die Seelen anderer absorbieren und die Schalen. Soll ich die Schalen? Ja, eine weise Entscheidung. Bleib einfach hier stehen. Ab dem SB wurden geheilt und SB können wir noch nicht verwenden, weil wir noch nicht will, ich will einfach mal behaupten an der Stelle. Okay. Ellie. Also das sind wir nicht so öfter mal gegen zwei auf einen kämpfen oder sowas. Oder sie nicht mal eine zweite Attacke auf dem Kasten haben. Oh, oh Gott. Hey Luigi, was machst du da oben? Was sollen wir tun? Mario, wir müssen ihnen helfen. Spring nach oben und schnapp dir die Beine, also sodass wir nach unten ziehen können. Luigi! Luigi! Ja! Mario! Oh! Mario! Spring und stampf die! Let's go! Okidoki! Ja, habe ich schon eben die ganze Zeit gemacht. Hier, Startattacke. Wisst ihr? Ihr Typ müsst zusammenarbeiten, wenn ihr was erreichen wollt. Hey Luigi, weißt du, wie man angreift? Natürlich. Weißt du das? Du kannst mit B an. Mario benutzt A und Luigi benutzt B. Stellt sicher, dass ihr nicht verwechselt, dass ihr dabei nicht verwirrt seid. Oh. Jetzt ein anderer Attacken. Im Early Game, wie gesagt. Warte eine Sekunde! Oder warte eine Minute, man. Du würdest im Deutschen ja sagen, warte eine Sekunde. Ja, diese Monster, die tun schon so vorher sagen, was sie, wie sie attackieren. Du willst
Dauer hören. Beobachtet vorsichtig, wie die Monster sich bewegen, bevor sie attackieren. Hier. Dieses Monster hebt sein Bein, bevor es attackiert. Siehst du das? Wenn es Mario attackiert, tut es sein rechten Bein heben, und wenn es für Luigi geht, dann sein linken Bein. Ich sehe hin, es zielt gerade auf Mario. Mal lass uns mit einer Konterattacke stampfen. Bevor jedes Monster attackiert, gibt es euch einen Hinweis, wie es wie jetzt gerade. Wo es zielt, wo es attackiert, all die tieferen Anzeichen. Hast du verstanden? Und das ist wahr für so ziemlich alle Monster. Also definitiv etwas, was man an was mich erinnern soll. Ich habe noch vergessen zu erklären, dass Luigi auch B benutzen kann, um sich selbst zu verteidigen. Du kannst B benutzen, um zu verteidigen, Items nutzen, alles. Benutze es gut. Ja, hier. Aber nenn mich aufdringlich, aber es ist wichtig, also springe ich hier gerade ein. Kannst du erraten, auf wen dieses Monster geht? Perfekt. Der Anzeichen, bevor eine Attacke ist, anders wie das Monster. Wenn du an einem schweren Gegner, wenn du einen schweren Gegner begegnest, dann guck hin, welches Anzeichen es hat, okay? Oder man drückt einfach beide Knöpfe gleichzeitig. Das ist eine Strategie, die funktioniert auch. Also zumindest im Early Game. Im Late Game, da gibt's Monster, bei denen funktioniert das nicht mehr. Aber so ziemlich. So in den meisten Fällen, so. Ich nenne jetzt keinen Prozent, auf jeden Fall eine sehr hohe Prozentzahl der Fälle. Lohnt es sich einfach beide Knöpfe zu drücken. Ah! Sogar im Innern von Bowser gibt es Gegner, die wir bekämpfen müssen. Hey Luigi. Hast du die Prinzessin Peach irgendwo gesehen? Ich auch nicht. Sieht so aus, als ob sie schwer hat, hier zurechtzufinden. Oh, richtig. Gut, dass ich schon Sachen im Voraus geplant habe und euch das Sternmenü Zugang zum Sternmenü verschafft habe. Ja, das Sternmenü lässt euch alle Art von wichtigen Informationen. Jetzt habe ich ihn dazu gemacht, dass ich jetzt das Verb schwer einbauen kann. Da werden halt wichtige Informationen halt gespeichert. Man erklärt es mal, obwohl das jetzt ziemlich unspektakulär ist. Start. Also das ist das Sternmenü. Hier kannst du Items benutzen, die du bereits gefunden hast. Ausrüstung wechseln. Und hier kannst du eure Informationen detailreich begutachten. Du kannst auch einen Blick haben auf die Münzen, die du bisher gesammelt hast. Und du kannst auch sehen, wie viel Zeit du verbracht hast, hier dieses Abenteuer zu verbringen. Die Basic-Informationen stehen hier oben bei dem Oberbildschirm, also auch da kannst du gucken, wo immer du willst. Es ist klug, das Stellenmenü zu öffnen, hier und da mal. Zum Beispiel Luigi. Hast dich ja vom letzten Kampf treffen lassen oder bist vielleicht gestolpert. Egal, deine Leben sind niedrig. Also ich werde jetzt hier keinen Pilz benutzen für 1 HP. Ja, ich sehe es. Jetzt habe ich noch auf Ja geklickt.
muss ich ja wirklich für ein HP an Alte benutzen. Ja, so funktioniert das Stellmenü. Drücke B oder Start, um es zu verlassen. Unglaublich. Für ein HP muss ich jetzt einen Pilz benutzen. Wie großartig. Du kannst sehen, wo du bist mit Select. Ja, komm, erklär uns das. Sagen wir jetzt hier auch wieder für... Das ist die Karte. Das zeigt dir an, wie die Region aussieht, in der du dich befindest. Siehst du deine Gesichter? Das ist eure aktuelle Position. Siehst du die Pfeile auf der Karte? Du kannst sie mit Steuerkreuz bewegen. Schau dich mal um. Jetzt hab ich ein Setchen geladen. ja. Ich spiele nochmal bis dahin. Fuck you. Für den Umstand muss ich mich zuerst mal entschuldigen. Was ich auch noch wahrscheinlich. Ja, so aufgeschossen ist wohl die schlechte Tonqualität. Das habe ich ebenfalls verkackt und. Ja. Ich konnte jetzt selbst nicht mehr laden, weil ich schon bereits ja, mit selbst jetzt ordentlich Scheiße gebaut habe. Ja. Ist doof gelaufen, was sehen wir da aus? Lass den Steuerkreuz in Frieden. Ich glaube, das ist böse. Also, ich habe, man kann tatsächlich das Tutorial verweigern. Und ja, jetzt habe ich meinen Pilz eben nicht verschwenden müssen für ein HP. Ja, ich habe im Kampf übrigens keinen Schaden erlitten, also man hat halt wirklich. Man startet halt wirklich mit einem HP weniger. Interessant. Let's go! Okidoki. Okay. Kopfhörer hört sich Musik zu viel geiler an. Luigi's Angriff ist schwächer. Okay. Bonus. Mach mal die Defensive hoch. Ja. Ja, man sieht tatsächlich, Luigi hat einen schwächeren Angriff. Verteidigung ist zwar gleich, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass Luigi noch auf Level 1 ist, Mario schon Level 2. Mal Touch to explain. HP. Health Points, wenn du verlierst, wenn du schon leistest. Wenn sie auf 0 gehen, dann verlierst du den Kampf. Spezialpunkte, du kannst sie für Spezialattacken benutzen. Das ist die Angriffskraft. Je höher die Zahl ist, desto mehr Schaden fügst du zu. Verteidigung, je größer die Nummer, desto weniger Schaden erleidest du. Die Geschwindigkeit, je größer die Nummer ist, desto eher wirst du im Kampf angreifen. Und das hier ist ihr Bart und der geht halt eben höher, je größer die, ja, die Nummer ist, kriegst du halt häufiger. Ja, Glückstreffer, und die Glückstreffer haben mehr Schaden und du kriegst Scratch-Tickets. Ich spiele gerade hier mit L und A, es ist ein bisschen. Ich
Ich muss aber was an den Emulator-Einstellungen mal am Part-Ende machen. Ja. Hab jetzt schon genug Scheiße gebaut. Aber direkt Lucky Treffer. Drei One-Up-Pilze, damit kann man sich wiederbeleben. Also, oh, Textbook lesen. Du bist glücklich genug, dass dir die Wege nicht glatt sind und man zu Team zusammenarbeiten muss, um halt sich vorwärts zu bewegen. Aber du hast Glück, dass du die Weisheit eines Goblins hast. Ja, komm, kläre mich auf. Dann als erstes, wie man springt. Einfach A und B drücken. Der rote muss A drücken, der grüne muss B drücken. Der ist nicht so schwer. Der rote Bartträger springt auf den Knopf, indem er A drückt. Der grüne springt auf den Knopf, indem er nach B drückt. Der schwierige Teil ist halt A und B zu drücken, während man noch Steuerkreuz drückt, um sich zu bewegen. Verstanden? Also, ihr sprungreichen Männer, ihr könnt aber über die rechte Plattform drüber springen. Die Plätze fertig, los. Spring! Ja. Zu den Zeit springen. Theoretisch kann man auch mit Mario ein bisschen früher springen, aber so knapp ist es nicht bemessen. Zuletzt habt ihr Erfolg. Ich fühle stolz und bin ein glücklicher Goblin. Was Teufel ist das? Schweiß kommt von meinen Augen. Goblin! Ihr arbeitet zusammen, ihr seid ein Duo und Der böse Linke muss. Ach komm. Die labern hier noch Scheiße so. Los, sein Goblin, ja. Ja, ich kann im richtigen Takt A und B drücken. Jetzt kriegen wir ja Tutorial, wie man Hammer benutzt. Sieht so, als ob Bowser alle Sorten von Müll inhaliert hat, oder? Hoffen wir mal, dass einiges davon Zeugs ist, was wir benutzen können. Vielleicht in dieser Holztruhe, vielleicht können wir die aber öffnen. Also. Ich würde einfach mal behaupten, an der Stelle einen fiesen Cliffhanger zu setzen und sagt: Ciao, Leute. Wie schmeckt